Heute ist der 25. Oktober 2016. Ich schaue mir gerade bei Google und allgemeinen Seiten an über Justizirrtümer. Somit meine Lieblingsbeschäftigung. Und da ist hier eine Seite der Süddeutschen Zeitung. Schau ich das mal an. Ich mache jetzt mal nichts. So ein bisschen warten. Und jetzt werden wir gleich weitergeleitet auf etwas eher Unschönes. Wie ihr seht, habe ich drei Adblocks. Ja, jetzt könnte man denken, ich kann den Artikel nur lesen, wenn ich meine Adblocks ausschalte oder mich hier registriere oder was für ein Quatsch. Das denken die von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt klicke ich einfach zurück. Zack, stoppe die Seite, stoppe sie nochmal. So, jetzt bleibt sie stehen. Ja, jetzt bleibt sie stehen. Also man muss eventuell zwei, dreimal aufs X drücken, damit das stoppt. So, und jetzt kann ich die Seite hier komplett lesen. Also, an die Süddeutsche Zeitung, das war wohl nichts. Ganz schön dumm und ganz schön billig gemacht. Ja, die meinen also, wenn ich Adblocks angeschalten habe, die aktiv habe, dass man dann auf die Seite weitergeleitet wird und ohne, dass man diese Adblocks deaktiviert, auf keinen Fall diese Seite hier lesen kann. Tja, aber es geht dennoch. Total billig. Was ich auch damit ausdrücken will, ich würde für keine Internetseite der Welt meine Adblocks ausschalten. Nie im Leben.